Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nike auf dem Kanal Frau Schnurrhaar. Oder hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn ihr mit mir schon längere oder kürzere Zeit durch verschiedene Welten gereist seid. Wir haben uns hier vor uns The Lord of the Rings Gollum. Es war relativ früh klar, dass ich mir dieses Spiel vornehmen werde, denn ich finde, die Herr-der-Ringe-Filme sind die beste Filmreihe, die jemals das Licht der Welt erblickt hat. Ich lasse mich da auch nicht abbringen davon. Es ist so, was sie da handwerklich geschaffen haben, und auch, es ist unfassbar. Immer wenn ich diese Filme sehe, denke ich mir, ach du Heilige. So, wir haben jetzt hier vor uns den kleinen Gollum. Über den erfahren wir, ich weiß gar nicht mehr, wie es war bei der Extended Edition. Oh, als ich die gesehen habe, ey, da bin ich ja von aus allen Wolken gefallen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, warum habe ich noch nie die Extended Edition gesehen? Ich glaube, ich bin ein bisschen laut, sorry. Ja, über den kleinen Gollum haben wir auch nicht so viel erfahren. Natürlich beim Hobbit, ich weiß nicht, die Hobbit-Filme, ich weiß nicht. Ja, da war er auch dabei, oder? Ich habe die nicht so oft gesehen, die sind nicht so meins. Ich finde, Gollum ist ein interessanter Charakter. Ich habe ihn in den Filmen abgrundtief gehasst. Ich fand ihn absolut anstrengend, aber ohne ihn natürlich hätte das alles nicht passieren können, so wie es passiert ist. Deswegen bin ich gespannt, wie das Spiel das umsetzt. Und ich habe mir auch nicht besonders viel vorher angeschaut. Ich habe, glaube ich, einen kurzen Trailer gesehen und habe mir gedacht, oder habe ich nur Bilder gesehen und habe mir gedacht, ich brauche das, ich muss das spielen. Ich habe mir jetzt auch nichts durchgelesen. Natürlich habe ich negative Presse jetzt mitbekommen. Ich habe mir aber diese ganzen Berichte nicht durchgeguckt, weil ich mir denke, lasst mich doch in Ruhe, ich will das Spiel spielen. So, deswegen drücken wir mal eine beliebige Taste. Anpassen, bis das Bild oben gerade noch sich... Ach so, ich habe gedacht, das wird der Bild... Also, warte mal. Machen wir mal so. Drei ist zu hell, gell? Ich mach, bei mir geht es nur 2,5 oder 3. Ich weiß auch nicht, in letzter Zeit rede ich so laut. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu gehen. Ich glaube, so ist ganz okay. Machen wir mal 7. Machen wir mal. Das. 7, 8. So, was sagt mein innerer Monk? 2,8, kann ich damit leben? Wir machen mal 2,7. Wir schauen das mal schnell in die Grafik. Qualität will ich schon. Ja, Qualität. Wir befinden uns auf der PS5. Ich habe gelesen, dass es da wohl irgendwie einen Speicherbug gibt. Ich hoffe, von dem bin ich befallen. So, invertieren, das ist alles okay. Okay, okay. Interface, Textsprache Deutsch, Dialogsprache aber auch Deutsch. Untertitel 1, Textgröße 0. Hä, wie Text? Achso, okay. Ein Stückchen größer machen. Oder ist das... Na, lassen wir mal so. Sound. So, wir machen mal Sprache, Sprachlaut. Soundeffekte ist okay. Musik, Gesamt. Ja, was haben wir hier? Ja, werden wir wahrscheinlich lernen. Lass mal so. Ich muss aber immer noch mal kontrollieren. Sorry. Ja, passt. So, Sammlung. Was ist das? Nichts. Inhalte zum Herunterladen. Das ist interessant. Denn ich habe eigentlich... Das hat... Genau. Umschalten. Minen. Was kann ich denn da machen? Ich weiß noch nicht, was ich da tun kann. Egal. Sorry. Wir beginnen. Wieso zuckt denn das Bild so hin und her? Es gibt keine Schwierigkeitsgrade. Vielen Dank, dass ihr diese Reise mit mir gehen möchtet. Und jetzt... Viel Spaß beim Intro. Ohne mich sind Augen wertlose Steine. Kopf ohne Launen, Fuß ohne Eile. Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken.
Charme nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz. Keine Rosen. Lilien. Keine Lilien. Keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Boah. Also. Still. Da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wollen wir mal sehen, wie er auf Licht reagiert. Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Obdach bieten, Gandalf. Wir glauben, er war zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat. Also, die Synchro ist ja mal der Knaller. Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Nun gut. Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich. Vor mehr als 60 Jahren. Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Er nahm dir etwas weg. Einen Ring. Mein Schatz. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond. Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Ich mag das Logo, dass er da in diesem U drin sitzt, in dieser Höhle. Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Mordor, Schattengebirge, im Jahr 3012 des dritten Zeitalters. Das Schattengebirge. Das Schattengebirge? Immer noch?
Wie auch die ekelhafte Spinne treffen? Kapitel 1, der Geist. Ja, da sind wir schon. Ich habe vorhin was vergessen, dadurch, dass es so extrem schnell anfing. Normalerweise sitze ich immer hier und sage, ja, und jetzt viel Spaß beim Intro. Und dann muss ich den Schwierigkeitsgrad machen. Und dann sage ich, aber jetzt viel Spaß beim Intro. Und dann muss ich die Helligkeit machen. Und dann muss ich dies und jenes machen. Also, dass das Spiel sofort losgeht, wie hier, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und ich spiele sehr viel. So, ja, falls irgendwas mit dem Ton nicht hinhauen sollte, wenn ich übersteuert bin oder meinetwegen die Musik oder so zu laut ist, das wird alles in der zweiten Folge angepasst. Ich möchte nur mit euch jetzt in diese Reise gemeinsam die ersten Schritte wagen, ohne das vorher aufzunehmen und zu testen oder so. Also es hört sich jetzt doof an, aber ich mag das nicht. Also das mache ich eigentlich immer so. Kann ich springen? Ich kann voll weit springen. Was ist denn da los? Kann ich hier hoch? Sterbe ich eigentlich? Ja, also ich mochte den Beginn schon sehr. Ich habe gerade wieder voll Bock, Herr der Ringe zu gucken. Mein Traum ist es schon lange, mal 12 Stunden einfach so hintereinander Herr der Ringe zu gucken. Aber irgendwie schaffe ich es nie. Haben wir einen Schlüpper an? Ja. Ich finde, dieser Baum sieht äußerst seltsam aus. Ich verstehe den auch gar nicht. Neues Ziel, es wird Zeit. Geh zurück in deine Höhle. Nö. Nichts. Muss wieder hungrig zurück. Verflucht sei dieses Land. Verflucht, verflucht. Morgen. Okay. Morgen finden wir was Nettes. Hä? Sollen das Gesichter sein? Das sieht aus wie ein Gesicht, dieser Felsen da. Speichert. Na, springen üben hier. Weitersprung. Yeah. Kann ich hier rennen oder was? Ach ja, das ist Sprinten, R2. Okay. Oh! Okay, wir brennen. Ist vielleicht nicht ganz so geil. Hinauf und wieder hinauf. Also, ich finde, die Synchronsprecher, die haben echt einen guten Job gemacht. Also, bisher, ich meine, wir haben jetzt nicht lange gespielt, aber gerade er, der kleine Gollum. Du bist gestorben. Das ging aber auch schnell jetzt. In Schattengebirge. Da hast du dich versteckt. Nicht fragen. Warum stellt es uns Fragen? Warum? Du weißt warum. Muss ich hier eigentlich auch kämpfen? Sag mal, Gollum, wo wohnst denn du? Hier kommt aber kein Postbote hin. Okay, hier haben wir diese typischen gelben Bemalungen. Warum immer gelb? Uiui. Ist das die brennende Sonne oder brennende Mond? Irgendwas? Hey, was ist da? Ja, so haben sie es genannt, die Orks. Du hast also mit den Orks gesprochen. Niemals. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Sorry. Ich verbrenne ihn heute wahrscheinlich noch öfters.
so, hier fliegen Blätter rum. Was fliegt hier rum, ey? Ich will mal da hoch. Können wir was finden? Vielleicht hätte ich mir vorher doch irgendwas angucken sollen. Fallen lassen? Nö. Da geht's rein. Oh, was haben wir denn hier? Du hast unsere Zähne wieder scharf machen. Ah, wir haben einen Wetzstein gefunden. Wieso sehe ich hier eigentlich heute überall Gesichter? Das sieht auch aus wie zwei Augen und eine Nase. Hier ist sehr ungemütlich, muss ich sagen. Hm? So. Gehst du mal bitte hoch? Willst du nicht? Doch, komm. Gollum. Kein Beutelchen. Kein Schatz. Und das Auge. Es sieht alles. Wir müssen uns runterfallen lassen, oder? Ich muss hier die Knochen, ey. Dass er hier kein Essen, kein fester Halt, sei vorsichtig, denn aus der zur Neige geht, wirst du fallen. Ah, okay. Ah. Sollen wir einfach nur so baumeln? Oder doch geliebt. Ja, hat sich versteckt vor dem großen Auge. War längst tot, als wir kamen. Der garstige Ork. Längst tot. Warum sind hier so viele gelbe? Hat das irgendeinen anderen Sinn? Du musst doch einmal Freunde gehabt haben. Eine Familie. Sie haben uns verstoßen. Verflucht sollen sie sein. Verflucht! Es war unser Geburtstag. Ja, das war es. Dein Geburtstag? Ja, es war jetzt ein bisschen. Untersuche das Geräusch. Oh, essen wir jetzt bald? Zeichnung ansehen. Boxhorn, Vogelfuß, alles dasselbe, Süßer. Nur Namen in einem dummen Lied. Oh, ist hier überall was? Ich will noch mehr lesen. Noch mehr hören. Ich wusste gar nicht, dass das auch deutsch synchronisiert ist. Oh, das war. Haben wir Viecher zum Fressen gebracht, ja? Und knusprige Ochse. Aber die mag sie nicht besonders. Das ist doch die Spinne. Kein netter Freund, was, mein Schatz? Jetzt trickst du uns nicht mehr aus. Hm? Nein. Nein, jetzt nicht mehr. Kann das sein, dass wir dieses Flimmern haben wegen seinen Augen? Ich hänge. Ja. Oh, das schaffe ich ja immer, gell, dass ich irgendwo hängen bleibe. Oh. Er gehört uns, unser Schatz. Mein Geburtstagsgeschenk. Es war an meinem Geburtstag. So wurde es mir erzählt. Die Orks konnten uns nicht sehen. Keiner konnte uns sehen. Nicht mal garstige Zauberer. Wie hast du ihn gefunden, deinen Schatz? Grausames Licht. Smeargol will schlafen. Er kann jetzt nicht schlafen. Aber ich werde das Licht für dich dämpfen.
Das ist aber schon nett vom Gandalf, oder? Also schon netter. So, habe ich jetzt hier alles durchsucht. Was ist das? Und wenn sie nicht glücklich ist, was macht sie dann, mein Lieber? Wickelt uns ein wie Spindeln. Nein, nicht durch ihre Tunnel. Noch nicht. Müssen ihr was Besseres bringen als Ochse. Hat er die ganzen Dinge aufgehangen? Oh, was war da? Du hast die Höhle also nie verlassen? Niemals. Und niemand hat dich je gesehen? Nein, niemand. Jage den Spion. Hat er das alles hier aufgehangen? Da oben könnte auch Resident Evil sein, ey. Ein bisschen roter Glibber dazu. Uiuiui. Sprint auf die Wand zu. Ach, wie interessant. Ich möchte aber bitte nicht den Vogel essen. Ach ja. Da, dreckiger Spion. Das wird uns an die Geister verraten. Geister? Also die Ringgeister? Oh nein, die Spinne. Und dann fressen wir ihn. Rückwärtssprung. Er sieht viel zu nett aus irgendwie. Okay, also wir müssen mal zusammenfassen. Spinnenweben sehen echt in jedem Spiel scheiße aus. Ich habe bisher noch kein Spiel gefunden, wo Spinnenweben gut aussehen. So. Bist du dran? Er ja. Natürlich lebt er noch, du Trottel. Haben sie dich in der Kiste gezüchtet? Die hohe Frau hat ihm nur einen süßen kleinen Kuss gegeben. Vorsichtig. Nicht so hastig. Ochs dürfen uns nicht sehen. Da siehst du, direkt auf seinen Hals. Hat ihn geküsst, hä? Hat ihn wohl vergessen, sonst hätte sie ihn schon in ihre Speisekammer gebracht. Die Dame macht sich nicht allzu viel aus unserem süßen Fleisch. Ist das nicht Uftag? Es ist Uftag. Ganz in Sand und Seide. Was ist der Plan, Uftag? Schwänzt du die Nachtschicht? Sollen wir ihn losschneiden, Hauptmann Schagger? Lass ihn hängen, du Made. Die hohe Frau mag's nicht, wenn man sich einmischt. Was, wenn sie noch in der Nähe ist? Dann geh und schau mal nach. Wenn du was hörst, schreist du und hältst die Stellung. Ich hasse Nachtwachen. Uftag hat Glück, er hat's warm. Willst du den Platz mit ihm tauschen? Reden die noch weiter? Nee. Oh. Ah.
aber nicht gut hier. Ach, der guckt mich gar nicht an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der guckt nach oben. Das ist ja nur sein Hut. Ich komme jetzt an dem vorbei. Ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gespeichert hat. Die Orks sehen ja aber scheiße aus. Sie sind weg. Was war das? Ich bin einfach losgerannt, ich hatte Angst. Die sehen gar nicht so eklig aus. Was? Halt! Das Biest ist gesprungen! Zurück zum Tunnel! Na los! Warum sehen die Orks hier so... Und weiter bist du nie hineingelangt nach Mordor. Hübsch aus. Wir haben die Wolken nie verlassen. Warum fragt es uns? Der Spion. Zwei von ihnen. Zwei kleine Schwätzer. Wird wissen, was zu tun ist. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es... Du darfst sie nicht verlieren. Aber es sind zwei. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Folgt ihnen. Aber leise. Bleib in den Schatten. Was ist mit dem Vogel? Vergiss den Vogel. Ich sag dir, es war der Kleine. Kankras Spinnenfreund. Hab ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich dachte, die hohe Frau hätte ihn erledigt. Halt besser die Schnauze. Es gibt bloß Ärger. Und dann schicken sie ihre Bluthunde. Und das
Das ist nie lustig. Aufmachen! Wer ist da? Was glaubst du denn? Aufmachen! Hier auf! Sie haben dich also nie gefangen. Wer ist denn Warum der? Hast du dann Folterspuren an den Händen? Ach, hier. Bleib an ihnen dran, Schatz. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich hin muss. Muss ich da hoch? Ach ja. Sie könnte uns helfen. Da ist was am Rudeln. Sogar die Kreischer sind raus und fliegen. Diese Schreie. Da kriegt man die Gänsehaut. Ja, die Spinne könnte helfen. Erst locken wir sie in ihre Netze und dann... Krieg, das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Sie entkommen uns. Okay, ich muss gedrückt halten. Hinterlistiges Biest. Töte den Käfer und verschwinde, sieh weiter zu. Jetzt überzeuge Gollum. Der Käfer will uns nichts Böses, oder? Könnte ein Spion sein. Möglich wär's. Sieht nicht böse aus.
Käfer will vielleicht nur Pollen fressen. Pollen. Ja. Er ist uns nicht gefolgt, oder? Er mag uns. Sieh mal. Sieh. Okay. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Oh nee. Das war ein Fehler. Wir hätten den Käfer zerquetschen müssen. Okay. Es tut uns weh. Du bist verletzt worden. Halte Ausschau nach Essen, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Gut gemacht, mein Lieber. Der Käfer uns verraten, Schatz. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ins Licht gehen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Für alle die, die neu auf meinem Kanal sind, derzeit läuft morgens um 10 Wolong Fallen Dynasty, um 11 läuft Forspoken. Um 16 Uhr befinden wir uns in Acrea mit Strayblade. Um 19 Uhr läuft derzeit noch, aber nicht mehr lange, Atomic Heart. Und um 20 Uhr wird es ab Sonntag ein neues Let's Play geben. Es wird ein JRPG sein von der PS1 damals. Gollum wird nun auf den 17 Uhr Zeitslot rutschen. Im Livestream spielen wir immer freitags eigentlich Resident Evil. Derzeit ist Resident Evil 4, das Remake, dran. Also diesen Freitag, also heute, geht es gegen 22.30 Uhr geht es los mit Resident Evil 4, dem Remake. Wir befinden uns derzeit, ich glaube, wir sind noch in der Burg. Wir sind noch in der Burg. Und am Samstag läuft derzeit Demon's Souls, das Remake. So, wenn die Livestreams ausfallen, also ausfallen in Anführungsstrichen, wenn ich keine Zeit habe und ich weiß das vorher, werde ich ein Spiel vorher aufnehmen. Derzeit laufen dann immer um 22 Uhr 1-Stunden-Folgen von Dino Crisis. Ich habe jetzt ein bisschen hochgestockt, also Dino Crisis wird jetzt auch 22 Uhr laufen vor einem Feiertag. Ich gehe aber nach den hessischen Feiertagen, gell? Genau, so sieht's aus. Ihr findet natürlich auf meinem Kanal verschiedenste andere Horrorspiele, JRPGs, ganz normale Rollenspiele, Action-Adventure, also alles, was mich irgendwie interessiert, findet ihr da. Verschiedenste Genre, könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Habt ihr euch Gollum geholt? Wie findet ihr Gollum? Also an sich, so grob. Ich muss sagen, dass er mir jetzt hier im Spiel irgendwie sympathisch ist. Es ist so ein bisschen weggeweht, was in den Filmen war. Und jetzt ist er mir durchaus sympathisch. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Oh Gott.
Da hat er jetzt gerade ganz komisch geguckt. Ja, wie gesagt, wenn irgendwas mit dem Ton nicht hinhauen sollte, aber ich glaube, das war eigentlich alles okay, dann wird es in der zweiten Folge angepasst. Bisher macht es einen ganz guten Eindruck auf mich, das Spiel. Und ja, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder um 17 Uhr dabei seid. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.